willkommen im Studio der Rems-Murr-Kliniken, meine Damen und Herren, wo wir heute über die Lunge sprechen wollen. Und dazu habe ich mir zwei Experten eingeladen, nämlich einmal Privatdozent Dr. Macher, Chefarzt der Thoraxchirurgie am Klinikum Vinedin und Chefarzt der Pneumologie Dr. Merck, auch am Klinikum Vinedin. Herzlich willkommen. Sie beide sind die Chefärzte unseres Lungenzentrums. Und da wäre auch meine erste Frage, was muss man sich unter einem Lungenzentrum vorstellen? Ja, erstens herzlichen Dank für die Einführung. Lungenzentrum bedeutet eine Zusammenarbeit von Fachkompetenzen, und zwar Klinik für Pneumologie, Klinik für Thoraxchirurgie, die das Lungenzentrum nicht nur formal bilden. Wir haben das Lungenzentrum als modernes Modell der interdisziplinären Zusammenarbeit vorgestellt. Das bedeutet auch insbesondere Vorteile für die Patienten, die zu uns kommen möchten, und zwar wir arbeiten auf einer gemeinsamen Bettenstation. Die Patienten werden interdisziplinär von beiden Fachrichtungen mitbetreut. Zum anderen haben wir den Vorteil, dass wir gemeinsame Besprechungen haben täglich, und wir haben auch gemeinsame Chefarztvisiten, was ein modernes Modell der Organbehandlung in vielen Zentren ist, insbesondere in den USA. Was auch wichtig ist, dass wir ein modernes Equipment haben und für die endoskopischen Diagnostik, für die endoskopischen Eingriffe verfügen wir über die modernsten Geräte. Über die Diagnostik und über die weitere Entwicklung des Lungenzentrums dann wird der Dr. Merck berichten, und dann überlasse ich gerne das Wort. Ja, prima. Herr Dr. Merck, Fachbereich Pneumologie, worum geht es da? Ja, verschiedentliches natürlich. Unser Fachgebiet fußt natürlich auf diagnostischen Möglichkeiten. Ich habe es hier mal kurz auf einer Folie. Das ist eine Bronchoskopie. So sieht ein Bronchialsystem und eine Luftröhre von innen aus. Ja. Wir können natürlich Gewebeproben entnehmen auf verschiedenste Art und Weise. Die Pathologie untersucht das dann und stellt dann die Diagnose, was da los ist. Und wir haben natürlich diese ganzen bildgebenden Verfahren. Hier jetzt nur die Computertomographie, gibt noch andere, Ultraschall, Kernspintomographie etc. Oder ganz einfach und seit langem natürlich etabliert die Lungenfunktionsprüfungen. Sie sehen hier einen Patienten, der das gerade absolviert. Ja. Man sitzt in so einer Art Telefonzelle, muss verschiedene Atemmanöver durchführen. Keine große Sache, bringt uns aber oft sehr gut weiter. Und hier auf diesem Bild sehen Sie zum Beispiel eine Gewebeprobeentnahme mit einer Feinnadel hier. Dieses ist der Herd, die Nadel, das sieht man. Und so können wir mit dieser Nadel aus einem Herd eine kleine Gewebeprobe entnehmen und so zur Diagnose kommen. Das ist jetzt nur ein kurzer Abriss dessen, was so an Diagnostik möglich ist. Aber es geht natürlich auch immer um Therapie. Die Menschen wollen ja auch, dass ihnen geholfen wird. Die wollen nicht nur wissen, was sie haben. Und natürlich haben wir vieles, was in der inneren Medizin ohnehin gemacht wird. Die Besonderheit bei uns ist etwa, sagen wir mal, die inhalative Therapie. Ja? Der Bronchialbaum, das ist ja wie so eine Art, wie soll ich sagen, Autobahn, die das Medikament direkt an den Ort bringt. Und das ist vielleicht eine Besonderheit. Dann haben wir natürlich immer auch das Thema mit Sauerstoff oder nötigenfalls auch Beatmung. Ja. Hier diese Maskenbeatmungssysteme, die für manche Patienten ganz essentiell sind. Und das können wir natürlich auch anpassen. Manchmal allerdings sind die konservativen Therapieoptionen limitiert. Ja, und dann muss der Chirurg ran. Und da darf ich dann wieder an meinen Kollegen weitergeben, der Ihnen zu dem Thema ein bisschen berichten wird. Die Chirurgie, Herr Dr. Macher. Ja. Was hat es damit auf sich? Was können wir am Klinikum Vinedin leisten? Wir können vieles leisten am Klinikum Vinedin, weil die Thoraxchirurgie sich mit Krankheiten des Brustkorbs befasst, die nicht nur auf die Lunge begrenzt sind. Das sind Krankheiten des Zwerchfells, Krankheiten des Rippenfells, Krankheiten der Mittelfellorgane, das Lungenemphysem in bestimmten Fällen mit Luftaustritten aus der Lunge, Undichtigkeiten, Operationen aus der Luftröhre sind komplexe Angriffe, die ermöglichen auch dann die Durchgängigkeit der Atemwege wiederherzustellen. Und was wichtig ist, ist, dass sich die Thoraxchirurgie als Fach entwickelt hat in eine eher minimalinvasive Chirurgie. Also das auch heißt, in der Thoraxchirurgie mit minimalistischem Eingriff. Ganz genau. Bedeutet kleine Zugänge, kleine Narben, kleine Wunden und begrenzte Schmerzen, die sehr gut medikamentös beherrscht werden können. Was wichtig ist, ist hier auch dann geschildert, die Patienten liegen kürzer im Krankenhaus, müssen weniger im Krankenhaus liegen, und die Erholungsphase ist signifikant kürzer als nach konventionellen offenchirurgischen Eingriffen. Ja, sehr gut. Unser Schwerpunkt ist natürlich das Lungenkarzinom, also Lungenkrebs, ist eine der häufigsten
Krankheiten mit der Ausbildung von bösartigen Zellen. Und was erschreckend ist, dass die Todesrate noch relativ hoch ist. Insbesondere fand ich beeindruckend, dass alle 20 Sekunden ein Patient weltweit an einem Lungentumor, einem Lungenkarzinom verstirbt. Das ist natürlich bedrückend. Ja. Bedrückend, mhm. Aber das ist für uns alle ein Kampf gegen die Zeit, ein Kampf gegen die Zeit, weil wir meistens ohne Screening-Programme die Patienten in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostizieren. Und dann können natürlich die onkologischen Therapien den Patienten helfen. In den Frühstadien dagegen kann man die Patienten mit Heilungsanspruch behandeln und dann ist die Chirurgie maßgeblich beteiligt. Die Entscheidung über eine Operation wird nicht durch den Chirurgen gefällt, sondern wird interdisziplinär getroffen auf Basis der Befunde, die vom Dr. Merck erhoben werden, die Lungenfunktion des Patienten, die Ausbreitung der Tumorerkrankung und erst im Rahmen einer Tumorkonferenz, die wir hier in Wien denn etabliert haben seit einigen Jahren, dann ist möglich, dem Patienten eine operative Therapie zu empfehlen. Das heißt, eine Tumorkonferenz muss ich mir wirklich so vorstellen. Da sitzen die entsprechenden Experten an einem Tisch und besprechen, was jetzt mit dem Patienten gemacht werden muss. Das ist genau richtig. Ja? Sehr interessant, ja. Immer. Also, was wichtig ist, was die Chirurgie angeht, haben wir berichtet. Aber wichtig ist, was wir hier im Klinikum Wien dann auch dem Patienten anbieten. Dann übergebe ich wieder das Wort an Dr. Merck. Genau, das ist mehr oder weniger das Motto des Lungenzentrums. Ja? Das ist wirklich alles unter einem Dach. Ja? Ja, also tatsächlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sich das merken, dann haben Sie eigentlich die wichtigste Botschaft verstanden. Das ist ja sozusagen etwas, was es dann eben nicht überall gibt, dass alle Fachdisziplinen unter einem Dach versammelt sind und dann dementsprechend eng zusammenarbeiten können. Und da muss man sagen, das ist hier doch sehr vollständig und das ist vielleicht unser Bonus, auf den wir sozusagen setzen können und auch setzen. Ja. Ja, also wichtig ist, dass das Lungenzentrum eben nicht nur Thoraxchirurgie und Pneumologie in der Person von Ihnen beiden miteinander so verbindet, sondern darum herum ist ein ganzes Netzwerk, was eben bei Erkrankungen der Lunge helfen und unterstützen kann. Genau. Gut, prima. Ja, meine Damen und Herren, das waren Informationen zum Lungenzentrum am Rems-Murr-Klinikum Winnenden. Wir haben Ihnen hier nochmal die Kontaktdaten unserer beiden Fachmediziner aufgezeigt. Telefonnummer, E-Mail und Internetadresse. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie dazu Fragen haben. Die Lunge ist ja gerade im Zuge der Covid-Pandemie ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden. Insofern, wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und bei Ihnen fürs Kommen und für die Erklärungen. Ihnen wünsche ich noch eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.